Die Staatschefs von Nord- und Südkorea sind überraschend zu einem zweiten persönlichen Gespräch zusammengekommen. Der südkoreanische Präsident Moon Jae-in und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un trafen sich im Grenzgebiet zwischen ihren Staaten. In den Gesprächen ging es um die Korea-Politik von US-Präsident Donald Trump und die Aussicht auf ein ursprünglich für Juni geplantes Gipfeltreffen mit Kim Jong-un. Wenige Stunden vor dem koreanischen Treffen hatte der Präsident erklärt, ein Gipfel mit Kim sei nun doch vorstellbar. Am Tag zuvor hatte er das Treffen abgesagt mit der Begründung, Nordkorea habe sich gegenüber den USA offen feindselig gezeigt. Offenbar änderte der Präsident seine Meinung zu einem Gipfeltreffen mit Kim erneut, nachdem es in seinen Worten sehr produktive Gespräche mit Nordkorea gegeben habe.